Tempo, startieren, der Arm geht hoch, nein, der Arm geht hoch, startieren, der Arm geht hoch, startieren, das Bein geht hoch, startieren, das Bein geht hoch. Ich mache auf den Kopf oben, dann mache ich Kniebeuge, Kniebeuge hoch, ich tue auf den Rücken, dann springt er. So, und schnell. Okay, ihr habt es verstanden? Sinnlos. Also, nein, lauf. Okay, wenn ich jetzt hier hin tippe, geht das Knie hoch. Diagonal durch den Körper. Wenn ich hier tippe, 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 jawohl, wenn ich hier tippe, sehr gut. Ja, jetzt machen wir das Ganze diagonal. Du läufst. Und wir machen es immer noch diagonal. Okay? Fehler, Burpee. Habt ihr das verstanden? Das nochmal. Und das Ganze bitte mal in einer akzeptablen Geschwindigkeit. Ja. So aus der Seilmaße gekommen. Das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie man das damals hingekriegt hat. Wahrscheinlich haben die anderen, alle Grippe gehabt. So, jetzt, komm. Jawohl. Umdrehen. Und unten. Okay? Umdrehen, der Kirschschrauben, den Mund. Okay. Eine Runde noch. Okay. Kicken auf den Körper. Das heißt, Bewegung. Umdrehen. Umdrehen. Weiter. Umdrehen. Umdrehen. Immer gleich wieder. Also selber, selbstständig. Umdrehen, locken, umdrehen und weiter. Okay? Hast du das gesehen? Also jetzt drücken mal das Raum hier. Umdrehen und jetzt muss eure Wahrnehmung da sein. Ja? Das ist genau dieser Sekundenbruchteil, der wichtig ist im Kampfbau. Okay? Das heißt, wir trainieren jetzt gerade Rücken für unser Gehirn. Wir brauchen eine schnelle Reaktion, unser Körper muss Bewegungen und Impulse umsetzen können. Das ist gutes Kampftraining. Also das kann ich jedem nur empfehlen, dass ihr dieses Aufwärmen relativ oft bei euch einbaut, ja, weil die Leute einfach vom Kopf her auch fit erwarten fürs Kämpfen und fürs Training dann auch, weil das Gehirn aufmerksam ist. Auf! Los!